Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen Map. So, und ich habe mir jetzt gedacht, nachdem der hier, der Helfer, den wir eingestellt hatten, am Rand schon einiges hat stehen lassen, habe ich mir einfach gedacht, wir fahren jetzt mal eine Runde hier mit dem Xerion und dem John Deere Ripper. Einfach mal selber die Runde am Rand, damit auch wirklich das Feld gut zu Ende gekuppert bzw. gepflügt ist. Weil so kann es ja nicht weitergehen. Sieht ja schlecht aus. Deshalb fahren wir jetzt einfach mal eine Runde. Und dann zeige ich euch, wie ich die Map umgebaut habe. Ich habe da schon einige Änderungen vorgenommen. Ein bisschen mehr Speed können wir schon geben, oder? Ja, doppelte Geschwindigkeit. Und dann werde ich nachher hier eben wieder den Helfer einstellen, damit der unser restliche Feld pflügt. Der hat erstmal ein Vorgewende geschafft. Mehr eigentlich noch nicht. So, jetzt wird es ein bisschen haarig. Aber kriegen wir, glaube ich, hin. Hat geklappt. Der Umbau der Map hat funktioniert, insoweit, dass ich nur ein Problem hatte. Irgendein Hillside im Giants Editor hat ein bisschen gesponnen. Der war plötzlich mittendrin in unserer Map. Den musste ich dann leider entfernen. Ich weiß nicht, welcher genau das war. Sehen wir das hier sogar? Naja, also irgendeine Map-Begrenzung hat dann nicht gepasst. Oder die hat dann gedacht, sie müsste mal mitten in der Map stehen. Das habe ich aber entfernt. Und ist, denke ich, auch, ich hoffe, auch in Zukunft kein Problem. Ja. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ich kenne mich ja eigentlich mit diesem ganzen Editor-Zeugs gar nicht aus. Aber wenn man sich da ein bisschen das mal anschaut, dann versteht man da schon ein bisschen was. Außerdem habe ich bei unserem Sägewerk ein paar Bäume gefällt. Weil beim Sägewerk fehlt noch ein bisschen was. Ich finde zum Beispiel, da muss noch ein Lager für Hackschnitzel hin. Da habe ich mir eins runtergeladen. Dann können da, denke ich, noch ein paar Rungenlager hin, damit wir die Bäume mal ein bisschen schneller abernten können und auch einen Lagerplatz dafür haben. Dann hätte ich gern da noch Palettenlager irgendwas oder Bretterlager. Bretterlager habe ich mir noch drauf. Palettenlager auch, wobei mir das nicht so richtig gefällt, weil das ist nur so ein kleines Gebäudchen. Das ist unrealistisch. Da steht drin, dass 100 Paletten da reinpassen. Also, das gefällt mir nicht so ganz. Da müsste ich vielleicht nochmal gucken, ob es da noch was anderes gibt. Wenn ihr aber natürlich einen Vorschlag habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Am besten natürlich mit Link. Aber das werden wir uns auch gleich nochmal anschauen. Wie gesagt, ich fahre hier jetzt nur eine Runde. Im Xerion, und der hat hier sogar 53 km/h im Display eingestellt als Dings Tempomatgeschwindigkeit, aber er hängt bei 16-17 gerade. So. Gucken wir mal, dass wir hier die ganze Ecke mitnehmen. Gut. Und dann hoffe ich, dass auch Feld 9 bald, das ist unser nächstes Feld, ready to combine ist. Auch hier tut er sich aber ein bisschen schwer. Ein paar Unebenheiten drin. Ja, wenn das natürlich fertig ist zum Ernten,
dann starten wir unsere Dieselproduktion. Das wird dann auch noch mal ganz schön heftig. Vielleicht müssen wir das alles... Hä? Stimmt, hier stand eine Palette rum. Die habe ich schon wieder verdrängt. Und ich weiß immer noch nicht, wie die da hingekommen ist. Wie kam die Palette dahin? Mir fällt einfach nichts ein. Weil ich bin eigentlich nie mit dem Auflieger mit Paletten hier lang gefahren. Muss ich da irgendwie hingebackt haben? Aber wie ist die Frage? Der Xenon macht seinen Job auf jeden Fall gut. Und gleich haben wir auch schon eine Runde hier geschafft. Dann darf Otto wieder übernehmen. Oder Karl-Heinz oder wie auch immer unser Erntehelfer heißt. Aber ich werde euch dann als erstes mal wirklich die Veränderungen auf der Karte zeigen. Es wurden an welchen Stellen haben schon alles was verändert? Eigentlich nur am Hof, glaube ich. Nein, am Hof und natürlich, ah stimmt, habe ich ganz vergessen. Am Hof und bei der Sojamilchfabrik. Darum ging es uns ja eigentlich, dass wir da den Trigger verlegen. Dann hätten wir das geschafft. Dann können wir hier wieder den Abfahrer einstellen. Feld 18 Pflügen. Und den habe ich mal rausgeholt, als er hier war. Also stellen wir ihn da wieder ein. Und dann darf der schön mal hier weiter seine Runden drehen. Tschüssi Kowski. Wir gehen mal derweil zum Hof. Da bin ich aber gerade vorm Auto hier. Hier unser Rapsfeld. Oh, hoffentlich ist es bald fertig. So, warte, wo fange ich an euch an, das zu zeigen? Ich glaube, wir fangen mal hier an. Also, wer die Map kennt, der weiß genau, die Reifen liegen irgendwo davon. Und diese Ölkanister oder was auch immer die sind, die stehen vor dem Feuerlöschschlauch. Ja, die habe ich einfach mal umplatziert. War jetzt kein großes Hexenwerk. Außerdem habe ich hier die Waage entfernt. Ich denke, wenn wir eine Waage brauchen, dann können wir die einfach nochmal selber platzieren. Habe hier ein bisschen Platz geschaffen. Alles schön clean. Und dann eben die größte Veränderung. Ah, hier, warte, hier habe ich auch noch was entfernt. Da stand noch so ein komisches, weiß auch nicht, so ein Überladerohr. Aber hier... Hier haben wir jetzt richtig viel Platz. Da habe ich alles weggemacht. Ich denke, wer die Map kennt, der weiß, hier steht... oh, Xerion. Hier steht ein... Ja, halbfertiges Haus. Das habe ich mal einfach entfernt. So müsste das hier dann viel angenehmer sein. Und wir können hier zum Beispiel einen Waschplatz einrichten. Oder zwei sogar. Das gucken wir dann mal. Was machst denn du hier? Nee. So,
kommen. Im dritten Vorgewende sollte das dann keine Probleme mehr geben. Wir gucken dann mal nach dem Series 9. Deutz-Fahrer. Den habe ich hierher geschickt. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, um hier unter anderem dann auch den Kompost von der Raffinerie abholen zu können. Da ist Kunde. Er weiß, Futtermittel geht, glaube ich, mit dem Container. Container stellen wir da einfach mal hin. Unsere Brotkuchenproduktion, Brotkuchenmehlproduktion ist natürlich im Moment stillgelegt, weil wir kein Weizen mehr haben. Achso, warte, ich muss den hier abladen. Ist gut. Ja, wie gesagt, die Mehlbrot-Kuchenproduktion steht still. Da müssen wir einfach warten, bis wir mal ein bisschen Getreide, Weizen abernten können. Die 19 ist mit Weizen, ist ja geschickt. Das heißt, wir sollten auf einem Feld dann auf jeden Fall Gerste anpflanzen, dass wir Gerste haben für die weitere Produktion. Und du? Machst du alles richtig? Ich weiß nicht. Wenn ich solche Helfer einstellen würde als Landwirt, dann würde ich, glaube ich, schon ein bisschen verzweifeln. Gucken wir mal, ob er um die nächste Ecke kommt. Dann muss er nachher auf dem dritten Vorgewende da, sollte er keine Probleme mehr haben. Hoffen wir mal. Weil die Kurven so scharf sind, da will er umdrehen. Und dann kriegt er sich hier in die Wolle. Das ist das Problem. Aber nun ja, so ist es halt manchmal. Trotzdem bin ich sehr dankbar für diese ganze Geschichte mit Curseplay oder Courseplay. So, das ist in der. Zu dem wollte ich mal rein. Dann kann ich euch nämlich. Ach so, nee, der steht ja bei der Milch. Der steht bei der Milch. Dann fahren wir mal die Milch weg. Nein, warte. Stopp. Wir machen erst was anderes. Wenn es denn will. Oh, ich hab hier. So, wir gucken mal hier. Steht ja noch unser John Deere. So, und wenn wir jetzt hier einsteigen, sehen wir hier schon rechts unten, wir können abladen. Ja? Also ich habe den Trigger einfach ein bisschen weiter rausgesetzt. Der ist jetzt eigentlich einfacher zu erreichen, kann ich sagen. Hier. Ich habe außerdem auf den Kornschieber umgestellt, dass er hier ab über den Kornschieber ablädt. Und das tun wir jetzt mal, weil dann müssen wir auch, also dann backt es nicht rum, indem die Ladeklappe am Haus hängen bleibt. So, den lassen wir jetzt mal laufen. Das füllt sich hier schön auf und dann brauchen wir noch Treibstoff. Ja, kriegen wir dann hoffentlich auch bald, sobald wir unseren Raps abgeerntet haben.
Wir fahren jetzt mal zum Industriepark und bringen die Milch weg. Milch könnte man eigentlich auch bald mal verkaufen, aber der Preis ist einfach nicht so gut. Deshalb sollte man da eigentlich noch ein bisschen warten. Es wäre zwar schön, dann hätten wir Geld. Aber mehr Geld ist natürlich noch ein bisschen besser. Oh, der Anhänger schiebt aber ganz schön. Übrigens, ich spiele mit dem Handy, deshalb wackelt auch das Lenkrad hier. Mit dem Handy. Ich spiele mit der Tastatur, deshalb wundert euch nicht, wenn das Lenkrad hier immer hin und her zappelt. Ich muss halt dann schon einiges korrigieren. Und er geht natürlich dann jedes Mal wieder auf Ausgangsstellung. Das kennt ihr ja sicherlich. So. Baustelle. Und dann sind wir auch gleich schon da. Xerion hat im Moment keine Probleme, das freut mich. Ich hoffe mal, das bleibt so. Ich glaube, das Schild haben wir mitgenommen. Naja, passiert mal. Milch, das ist nicht viel. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Milchproduktion hier schon gestartet habe. Habe ich oder habe ich nicht? Ich glaube nicht, weil ich glaube, das ist unsere erste Milch, oder? Falls nicht, müssten wir uns mal überlegen, wo wir die ganze Milch zwischenlagern. Also schön zwischenlagern. Warte mal, kann ich hier durchfahren? So, dann laden wir mal ab. Wenn ich hier nämlich geradeaus durchfahren kann, ist das ja am besten. Serie und durchdrehende Reifen. War ja klar. Ja, da können wir durch. Das ist eine interessante Info, weil dann können wir hier auch einen selbstfahrenden Kurs einstellen. Nee, ich habe ja noch gar nichts gemacht. Das ist auf meiner Singleplayer, also meine Zusatz anderen Map. Ich dachte, ich hätte hier schon richtig Produktion angefahren. Habe ich aber gar nicht. Dann werden wir jetzt den LKW hier mal schnell zum Sägewerk schicken. Industriepark, Sägewerk. Werden da mal die notwendigen Paletten holen. Wobei ich gerade mal gucken muss, welche Paletten wir da überhaupt brauchen. Ich glaube normale und Kartons. Leerpaletten und
Cardboard. Ich weiß, welche Paletten das sind. Dann werden wir die gerade mal holen und dann starten wir die Milchproduktion. Hallo, was machst du denn? Ich glaube, ich muss das mal umstellen. Ich glaube, ich muss den mal vom Allrad wegnehmen. Z war das, genau. Dann hat er jetzt nur noch Vorderradlenkung. Ich glaube, damit kommt der Helfer dann besser klar. Ah, der stellt selber auf Allradlenkung um. Okay, dann hat er Pech gehabt. Dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ich wollte es ihm erleichtern. Ja, das ist eine enge Kurve. Da müssen wir dann vielleicht am Ende nochmal ein bisschen korrigieren. Was hier Crossplay gemacht hat? Crossplay. Sehe ich noch nicht so ganz. Naja, schauen wir mal. Der arbeitet. Wir gucken nach dem LKW. Der ist nämlich gleich da, aber wir könnten auch hier. Eigentlich müsste da irgendwo ein Traktor stehen. Nee, ich hab den. Den wohl nicht mehr da stehen. Ah, hier stand das Gewicht. Gut zu wissen. Guck mal, ich habe nicht alle Paletten verkauft. Und Kartons, aber ich glaube nicht. So, mein Plan ist, dass wir hier... Da habe ich schon ein paar Stämme hingelegt. Dass wir hier einen Bereich schaffen mit Hackschnitzelsilo. Das, was ich da im Modpack habe, ist passen 1 Million, glaube ich, rein. Und ein paar Rundlager und, wenn es geht, auch noch ein paar Lager für Paletten. Dass wir einfach so alles hier lagern können. Okay, von den anderen Paletten haben wir einige im Vorrat. Sollte also alles jetzt möglich sein. Nein. Ist nicht wahr. Haben wir nur 2 so Auflieger? Nee, viel mehr. 4 Stück haben wir. Aber ich vermute, die stehen noch beim Gemüsehändler. Ich mache mal hier einen kurzen Cut, damit es nicht zu lange dauert. Und bis gleich. Sodele, wir sind zurück beim Palettenwerk. Beziehungsweise bei der Kartonfabrik. Mal umschalten. So, mehr will ich gar nicht mitnehmen, weil sonst... Ach, da liegen... Das stehen auch noch. Dann nehmen wir doch noch ein paar mit. Eine Palette Kartons könnten wir eigentlich noch holen. Und dann machen wir den Rest vom Trailer mit normalen Paletten voll. So. Gut. Das hat funktioniert. Und dann holen wir hinten gleich vom Palettenwerk Kartons weg. Dann müssen wir hier Wandlichter anhaben, ne? Weil... Wir befinden uns ja im Betrieb der Produktion. Nicht, dass uns da einer übersieht. So, von hier hole ich mir jetzt Paletten weg.
Auto. Voll. Es sollte erstmal reichen, um hier die Produktion von Milch und Käse zu starten. Hätte ich noch ein bisschen weiter rumziehen müssen. So, ich guck mal gerade, ob ich überhaupt einen Kurs Sägewerk in Lustig. Naja, haben wir. Aber rausfahren tue ich mal selber, weil hier drin hängen sie sich oft auf, dass sie irgendwo in die Bande fahren. Deshalb rausfahren tue ich selber. Und dann stellen wir gleich nochmal kurz den Helfer an und gucken mal, was der Xerion macht. Ob der inzwischen einmal rum ist. So, was soll denn anhalten? Unser Xerion. Oh, der zieht schon seine Bahn. Sehr schön. Dann geht's jetzt voll ratzfatz. Es geht dann jetzt voll wirklich schnell. Weil wirklich das Vorgewende, das braucht Zeit. Und die in die Lang ziehen, dann geht's eigentlich voll schnell. Schauen wir mal. Wie gesagt, auf dieses Feld hier muss Gerste drauf. Oder werden wir Gerste drauf machen? Ich frage mal, wie der hier wendet. Gut, da soll es kein Problem geben. Da soll es Vorgewende ausreichen. Hinten haben wir klar einen Fleck, den müssen wir nochmal überarbeiten. Aber im Großen und Ganzen müsste das alles so passen. Das freut mich. Den haben wir trotzdem mal aktiviert, dass der irgendwann anhält und nicht weiter durch die Gegend fährt. Das ist doch, den hier könnten wir auch mal kurz bewegen. Weil ich glaube, da drüben sind die Hackschnitzel schon relativ wenig. Und hier füllen wir auch einfach mal kurz auf. Gut. Bei den Kartons brauche ich, glaube ich, auch noch. Ey, dieses Fahrwerk, dieser Wendekreis, der ist abartig cool. Oh, der ist schon da. Ich will hier nur noch kurz abladen. Gut. Dann gucken wir nach dem anderen. Ja, hinten muss man ran. Das hier wollte ich tippen. Gucken wir mal, ob wir hier Paletten übrig haben, aber ich glaube nicht. Ich meine, dass ich hier dass hier viel Platz ist. So, gucken wir B, entladen mal. So habe ich das in Erinnerung gehabt. Drücken wir den da einfach mal rückwärts ran. Und gucken mal, wie viel Platz wir hier noch haben. Wichtig ist nur. Hä? So, wir haben 40.000 Kartonpaletten. Das passt. Ist 95% voll. Leerpaletten haben wir auch genug. Und 7%, das heißt 1 Million passt da rein.
Ne, 100.000. Oder? 100.000 passt rein, nicht? Und dann haben wir schon die nächste Produktion gestartet. Ist ja krass bei uns. Ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.